die RMS Titanic. Selbst nach einem Jahrhundert unter den Wellen ruft der Name immer noch ein Gefühl von Ehrfurcht und Tragik hervor. Dieses majestätische Schiff, das einst als unsinkbar galt, hat sich tief in das kollektive Gedächtnis der Menschheit eingeprägt. Der Millionärsdampfer, wie er genannt wurde, stellte den Höhepunkt der Ingenieurskunst und des Luxus der edwardianischen Epoche dar. Die opulenten Salons, die prächtigen Speisesäle und die luxuriösen Kabinen waren ein Symbol für den Wohlstand und die Eleganz jener Zeit. Ihr Untergang am 15. April 1912 sandte Schockwellen um die Welt und prägte ihren Platz in der Geschichte der Seefahrt für immer ein. Die Nachrichten von der Katastrophe verbreiteten sich schnell und lösten weltweite Trauer und Bestürzung aus. Die Geschichte der Titanic handelt nicht nur von einem Schiff, sie handelt vom Ehrgeiz des Menschen, von gesellschaftlichen Spaltungen und von der Zerbrechlichkeit des Lebens selbst. Sie erzählt von den Träumen und Hoffnungen der Passagiere, von den sozialen Unterschieden an Bord und von den heldenhaften und tragischen Geschichten, die sich in jener schicksalhaften Nacht abspielten. Es ist eine Geschichte, die weiterhin fasziniert, deren Erinnerung durch unzählige Bücher, Filme und natürlich das eindringliche Wrack, das über 2 Meilen unter der Oberfläche des Nordatlantiks liegt, wachgehalten wird. Die Erforschung des Wracks hat viele Geheimnisse enthüllt und die Faszination für die Titanic in der modernen Kultur lebendig gehalten. 1985 machte eine gemeinsame amerikanisch-französische Expedition unter meiner Leitung und der von Jean-Louis Michel eine Entdeckung, die die Faszination der Welt für die Titanic neu entfachte, das Wrack selbst. Die Überreste des Schiffes, die über ein Trümmerfeld auf dem Meeresboden verstreut gefunden wurden, boten eine greifbare Verbindung zu jener schicksalhaften Nacht im Jahr 1912. Seit seiner Entdeckung wurde das Wrack der Titanic von zahlreichen Expeditionen besucht, die alle ihren Zustand dokumentieren, Artefakte bergen und die Ereignisse rekonstruieren wollten, die zu ihrem Untergang führten. Diese Expeditionen haben aber auch eine ernüchternde Wahrheit ans Licht gebracht. Die Titanic verschwindet. Die Tiefsee mag zwar ruhig erscheinen, ist aber eine raue und unversöhnliche Umgebung. Im Laufe der Zeit wurde die einst so mächtige Struktur der Titanic langsam von den Kräften der Tiefe zerfressen. Salzwasser greift Metall an, während Strömungen und Druck die Struktur des Schiffes schwächen. Die vielleicht größte Bedrohung geht von eisenfressenden Bakterien aus, mikroskopisch kleinen Organismen, die in der Tiefsee gedeihen. Diese Bakterien, die vom Eisen im Rumpf des Schiffes angezogen werden, fressen die Titanic buchstäblich von innen heraus auf und hinterlassen brüchige Rostzapfen, die bei der geringsten Berührung zerfallen. Trotz des fortschreitenden Verfalls enthüllt jede Expedition zum Wrack der Titanic neue Erkenntnisse über die letzten Momente des Schiffes und die Leben, die in jener Nacht verloren gingen. Fortschrittliche Bildgebungstechnologie ermöglicht es uns, detaillierte dreidimensionale Modelle des Wracks zu erstellen, die seinen aktuellen Zustand mit bemerkenswerter Klarheit zeigen. Die letzte Expedition, die im Jahr 2024 durchgeführt wurde, hat alarmierende neue Schäden am Bug des Schiffes ergeben. Ein großer Teil des Relings, der einst als relativ intakt galt, ist eingestürzt, was das unerbittliche Tempo des Verfalls verdeutlicht. Abschnitt 5. Echos einer vergangenen Ära. So wichtig die wissenschaftliche Untersuchung des Wracks auch ist, sind es doch die Artefakte, die die Geschichte der Titanic wirklich zum Leben erwecken. Über das Trümmerfeld verstreut liegen persönliche Gegenstände der Passagiere und der Besatzung, Schuhe, Gepäck, Schmuck und sogar Kinderspielzeug. Diese Gegenstände, einst alltäglich, sind heute ergreifende Erinnerungen an die verlorenen Leben und die Träume, die in jener schicksalhaften Nacht zerbrachen. Sie bieten einen Blick auf die Hoffnungen, Ängste und Sehnsüchte derer, die an Bord der Titanic gingen, wobei jeder Gegenstand die stille Geschichte eines Lebens erzählt, das viel zu früh endete.
Abschnitt 6. Der unaufhaltsame Marsch der Zeit. Die Ergebnisse der Expedition von 2024 unterstreichen eine ernüchternde Realität. Für die Titanic läuft die Zeit ab. Die unerbittlichen Kräfte des Ozeans werden irgendwann das verschlingen, was von dem Schiff übrig ist. Und damit die greifbare Verbindung zu einer der ergreifendsten Schiffskatastrophen der Geschichte auslöschen. Während einige dafür plädieren, das Wrack aus Respekt vor den Verstorbenen ungestört zu lassen, glauben andere, dass wir die Pflicht haben, zu dokumentieren und zu bewahren, was wir können, solange wir noch die Chance dazu haben. Abschnitt 7. Wächter einer verlorenen Welt. Als Forscher und Wissenschaftler tragen wir die Verantwortung, die Wrackstelle der Titanic mit Respekt und Sensibilität zu behandeln. Diese historische Stätte ist ein Fenster in die Vergangenheit, das uns Einblicke in die Ereignisse jener schicksalhaften Nacht gewährt. Sie ist nicht nur eine Ansammlung von Metall und Artefakten, sie ist eine Grabstätte, ein stiller Zeuge der Tragödie, die sich vor über einem Jahrhundert ereignete. Ein Ort des Gedenkens an die mehr als 1500 Seelen, die in jener tragischen Nacht ums Leben kamen. Jeder Gegenstand, jedes Fragment erzählt eine Geschichte von Hoffnung, Verlust und menschlicher Widerstandskraft. Unser Ziel ist es nicht, das Wrack nur wegen seines historischen oder finanziellen Wertes auszubeuten, sondern aus ihm zu lernen und die Lehren der Vergangenheit zu bewahren. Wir möchten das Andenken an die Verstorbenen ehren und ihre Geschichten lebendig halten. Durch unsere Arbeit hoffen wir, dass zukünftige Generationen die Bedeutung dieses Ortes verstehen und respektieren, sondern aus ihm zu lernen, das Andenken an die Verstorbenen zu ehren und seine Geschichte mit der Welt zu teilen. Wir müssen uns der Auswirkungen bewusst sein, die wir auf diese fragile Stätte haben und wann immer möglich nicht-invasive Techniken anwenden, um ihre Überreste zu dokumentieren und zu studieren. Unsere Mission ist es, die Titanic als ein Mahnmal zu bewahren, das uns an die Zerbrechlichkeit des Lebens und die Bedeutung des Respekts für die Vergangenheit erinnert. Wir müssen uns der Auswirkungen bewusst sein, die wir auf diese fragile Stätte haben und wann immer möglich nicht-invasive Techniken anwenden, um ihre Überreste zu dokumentieren und zu studieren. Durch den Einsatz modernster Technologie und sorgfältiger Methoden können wir sicherstellen, dass die Titanic und ihre Geschichten für kommende Generationen erhalten bleiben. Und wann immer möglich nicht-invasive Techniken anwenden, um ihre Überreste zu dokumentieren und zu studieren. Unsere Arbeit ist ein Balanceakt zwischen Entdeckung und Bewahrung, zwischen Wissenschaft und Respekt, um ihre Überreste zu dokumentieren und zu studieren. Nur so können wir sicherstellen, dass die Titanic und ihre Geschichten für kommende Generationen erhalten bleiben. Abschnitt 8. Die Vergangenheit ehren, die Zukunft gestalten. Die Erforschung des Titanic-Wracks hat unschätzbare Erkenntnisse geliefert, nicht nur über die Ereignisse rund um ihren Untergang, sondern auch über Schiffbaupraktiken, Sicherheitsvorschriften in der Schifffahrt und die Natur der Tiefseeumgebung. Die Lehren aus der Titanic-Katastrophe haben zu erheblichen Verbesserungen der Sicherheit auf See geführt. Darunter strengere Vorschriften für Rettungsboote, verbesserte Kommunikationssysteme und die Einrichtung der internationalen Eispatrouille. Das Vermächtnis der Titanic reicht daher weit über ihr tragisches Ende hinaus und dient als eindringliche Erinnerung an die Bedeutung von menschlichem Einfallsreichtum, Wachsamkeit und dem ständigen Streben nach Sicherheit auf See. Abschnitt 9. Ein bewahrtes Erbe. Die Titanic mag unter den Wellen verblassen, aber ihre Geschichte wird Bestand haben. Ihre tragische Reise und das Schicksal ihrer Passagiere und Besatzung haben die Welt nachhaltig beeinflusst. Durch weitere Erkundungen, Dokumentationen und Konservierungsbemühungen können wir sicherstellen, dass zukünftige Generationen die Möglichkeit haben werden, aus diesem Schlüsselmoment der Geschichte zu lernen. Diese Bemühungen sind von unschätzbarem Wert, um das Erbe der Titanic zu bewahren.
die vom Wrack geborgenen Artefakte, die nun sorgfältig konserviert und in Museen auf der ganzen Welt ausgestellt werden, dienen als greifbare Verbindungen zur Vergangenheit. Sie erzählen Geschichten von Mut, Hoffnung und Tragödie. Diese Artefakte ermöglichen es uns, uns mit dem Leben und den Geschichten derer zu befassen, die auf dieser unglückseligen Reise segelten. Sie bieten uns einen Einblick in die menschlichen Erfahrungen und Emotionen jener Zeit. Die persönlichen Gegenstände, die Briefe und die Fotos der Passagiere lassen uns die Geschichten der Menschen hinter der Katastrophe verstehen. Diese Erinnerungen sind von unschätzbarem Wert und erinnern uns daran, wie zerbrechlich das Leben sein kann. Die Titanic mag verschwunden sein, aber ihre Erinnerung und die Lehren, die sie uns lehrt, werden weiterleben. Ihre Geschichte wird weiterhin Generationen inspirieren und lehren, und ihr Erbe wird niemals